Virtual. Wir haben heute Morgen wieder gehört, welche Bedeutung das Thema KI hat. Aber in der Tat, bei all dem Hype um KI sollte man durchaus nicht vergessen, dass es auch Hausaufgaben gibt, die zu erledigen sind in einer, sagen wir, eher traditionellen, traditionellen Data Management, aber auch in einer Umgebung mit KI. Und eine ganz zentrale Rolle spielt aber der Datenkatalog. Und ja, Philipp Heck als Customer Success Manager von IT Novum wird darüber gleich berichten. Und ich freue mich ausgesprochen, weil Philipp verfügt nicht nur über die entsprechenden Kenntnisse sozusagen aus der Theorie, sondern bringt Erfahrung aus ganz, ganz vielen Kundenprojekten mit. Und er kennt nicht nur die technische Seite des Problems, sondern eben auch den Faktor Mensch im Thema Datenkatalog, Datenmanagement. Und von daher, ohne große Verzögerung, without further ado, Philipp, die Bühne gehört dir und wer mag, gerne auch während des Vortrags schon die Fragen in den Chat stellen. Ansonsten haben wir nachher nochmal einen richtigen schönen Block mit Fragen und Antworten. Philipp, los geht's. Vielen, vielen Dank, Joachim. Ja, herzlich willkommen an alle Teilnehmer. Ich werde heute ein bisschen über die Rolle des Datenkataloges sprechen, weil, ja, wenn wir über Gen AI, künstliche Intelligenz, Machine Learning sprechen, dann ist es alles ganz schön und gut, aber wir müssen erstmal unsere Datengrundlage in den Griff bekommen. Und darum soll es heute ein bisschen gehen, weil, ja, in großen Firmen oder in vielen Firmen kann das ganz schön chaotisch aussehen. Und wir haben viele Probleme mit Daten, wenn wir mal in so ein Unternehmen reinschauen. Wir haben verschiedene Datensilos. Wir reden vielleicht über ein DWH, mehrere DWHs, jede Abteilung hat ein DWH, kommt darauf an, wie groß man ist. Man hat verschiedene Data Lakes sich wahrscheinlich mal angeschafft. Man hat erstmal die Daten da reingepumpt und weiß gar nicht mehr, was liegt denn da in so einem Data Lake, der ist sozusagen verschlammt. Oder die Daten sind zu alt. Hat man überhaupt die richtigen Daten im Data Lake? Brauchen wir die überhaupt noch? Hat man irgendwie Speicher sinnlos blockiert? Es gibt sonstige Datenbanken, relationale Banken, Datenbanken, NoSQL-Datenbanken, die auch dann bis hoch zu einem Dashboard Daten anzeigen. Und eigentlich weiß man gar nicht, wo kommen denn die Daten her, die im Dashboard da angezeigt werden. Thema Data Lineage. Da muss man dann intern irgendwo ein Ticket aufmachen, muss bei der IT nachfragen im schlimmsten Fall, und das dauert immer ewig. Ganz großes Thema. CSV-Extrakte. Viele arbeiten noch mit SAP CSV-Extrakten. Oh, da können Personendaten drin stehen. Wir wissen auch nicht, wie alt so ein CSV-Extrakt ist. Wir wissen gar nicht, wer da überall Zugriff drauf hat, wo das intern verteilt wurde. Wir haben keine Dokumentation oder wir haben Dokumentation irgendwo als Word-Dokument im schlimmsten Fall rumfliegen. Irgendwelche PowerPoint-Präsentationen, die schon das 20. Mal kopiert wurden. Also, Sie merken schon, das könnte ich jetzt ewig so weiterführen. Wir haben in so einem großen Unternehmen sehr, sehr viele Daten. Und eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben die allermeisten auch den Datenüberblick verloren oder können das gar nicht leisten. Womit dann zum nächsten Thema kommt, Datensicherheit. Ich habe gerade den CSV-Extrakt angesprochen. Wir wissen, wir haben doch ehrlich gesagt gar keinen Überblick, wer den überall hat. CSV-Extrakt aus dem SAP-System im schlimmsten Fall mit irgendwelchen Kundendaten, wo dann die Umsätze drinstehen. Da habe ich als Datenschützer oder als Datenschutzbeauftragter, da habe ich richtig Probleme oder da habe ich schlaflose Nächte, die Sachen zu haben. Oder ja, dafür verantwortlich zu sein. Das nächste Thema ist Datenqualität. Also selbst wenn ich weiß, wo die Daten liegen und wenn die auch nicht gegen Datenschutz technisch verstoßen, weiß gar nicht, ist denn mein Datensatz vollständig? Gerade wenn wir in so einem großen Unternehmen über Kundendaten sprechen. Die liegen im Marketing, die liegen im Sales, die liegen im Produkt, die liegen überall und jeder hat so eine andere Kundensicht. Und was ist denn jetzt wirklich so ein führender Datensatz oder was ist denn ein verlässlicher Datensatz? Wo ist der dokumentiert oder gibt es dafür für einen Verantwortlichen? Wie alt sind denn meine Daten? Und so weiter und so fort. Das sind alles Datenprobleme, die wir so im Alltag haben. Und jetzt kann man natürlich hergehen und kann sagen, ja, machen wir einfach mal einen Datenkatalog. Die Hilfe für alles. Und da kann man sich verschiedenste Tools angucken und kann sich mit dem Thema beschäftigen, reinlesen. Das muss man ja natürlich auch, aber dann erschlägt es erstmal ein. Wenn man so sich mit dem Thema Datenkatalog beschäftigt, dann hat man Datenquellen. Man hat die Verarbeitung, die man ja, berücksichtigen muss. Wir haben Datenintegration und Verwaltung, dieses Lineage-Thema oder die verschiedenen Datentöpfe, die man auf einmal hat. Wir haben Datenanalyse und Visualisierung. Auf einmal haben wir Dashboards, die sich aus vier, fünf Datenquellen zusammenfügen und keiner weiß, wo so richtig. Das wird zwar einmal erstellt und das funktioniert auch im Hintergrund, aber wir haben keinen Ansprechpartner.
Wir haben das Thema Datenzugriff und Sicherheit, was ich eben schon mit der CSV-Datei angesprochen habe. Ich muss mich mit meinen verschiedenen Datenkonsumenten, meinen Stakeholdern auseinandersetzen. Ich habe zusätzlich regulatorische oder ethische Rahmenbedingungen, auf die ich zurückgreifen muss. Und natürlich ist es nicht einmal ein Projekt, was ich einmal mache, sondern da gibt es halt Interaktion und Feedbackschleifen. Das Thema erschlägt einen am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe in meinem letzten TDI-Talk da so ein bisschen drüber geredet, wie man startet mit so einem Thema. Man muss natürlich klein starten. Man muss das Ganze in verschiedene, ja, Stufen schneiden. Entweder nach Datenquellen oder nach Stakeholdern, nach Abteilungen. Muss das dann nach und nach aufbauen. Das ist leichter gesagt als getan. Das ist Best Practice von uns. Jetzt gibt es natürlich auch andere Sachen. Die meisten scheitern schon an irgendwelchen Anforderungsaufnahmen. Die wollen das Ganze, die betrachten das meistens dann zu groß. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also da verweise ich auf meinen letzten TDWI-Talk. Der dreht sich nämlich genau um das. Aber ich möchte heute auf einen Open Source Data Catalog eingehen. Der heißt Data Hub, mit dem man ganz leicht und schnell starten kann. Das ist ein Open Source Data Catalog, der kommt ohne Lizenzkosten. Es ist keine Trial-Version, die nur 30 Tage läuft. Man braucht auch keine großen Hardware-Voraussetzungen. Das heißt, 8 GB RAM, 4 Cores, das hat jedes normale Notebook. Natürlich, wenn die Datenmenge wächst, wenn das größer wird, dann braucht man das auf größeren Sachen. Aber ich zeige heute ein Tool, mit dem man relativ leicht starten kann, und ich gebe Ihnen auch den Inhalt und den theoretischen Inhalt, was man alles beachten muss heute in dem Vortrag mit. Vielleicht haben wir hier Kollegen sitzen oder Leute sitzen, die sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben oder die gerade mitten in so einer Evaluationsphase sind. Vielleicht haben wir ja auch schon welche, die haben damit schon vor einem Jahr oder vor zwei gestartet und sind jetzt an so einem Punkt, wo man das nicht mehr weiter oder wo es nicht mehr weiter wächst oder wo man dann irgendwelche Hürden rankommt. Ja, all denen möchte ich heute mal zeigen, wie man sowas oder wie man einen Datenkatalog vernünftig einführt. Reden wir ganz kurz noch über die Schlüsselfunktion eines Datenkatalogs. Warum wollen wir das überhaupt haben? Wir brauchen das natürlich erstmal als zentrale Datenquelle. Ich brauche einen Überblick, wo ich meine ganzen Daten habe. Vergleichbar, wir kennen alle Amazon, brauche eine Suchleiste und da möchte ich dann alles angezeigt bekommen. Ich brauche aber auch, wenn ich die Daten gefunden habe, brauche ich ein Sicherheits- oder Zugriffsmanagement. Darf ich auf die Daten zugreifen oder will ich auf die Daten zugreifen und wie geht das Ganze? Ich brauche ein effizientes Datenmanagement. Wo liegen die Daten? Die Metadatenmanagement und Suche, das ist klar, das haben Sie bei jedem Datenkatalog, das heißt Tagging von Daten, automatisiertes Tagging. Ich will ja nicht jeden Datensatz manuell pflegen. Ich will aber auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich heute nochmal spezifisch drauf eingehen will, Datenqualität und Datenkonsistenz. Das Ganze muss nämlich auch gepflegt werden, das muss gelebt werden. Es bringt mir nämlich nichts, wenn ich einen Datenkatalog einführe und dann die Daten einfach da auch wieder nur verschlammen oder damit nicht gearbeitet wird. Dann habe ich da nämlich auch nichts davon. Und zum letzten Punkt, Kollaboration, also das Zusammenarbeiten mit den Daten, was ich mal einen Kollegen schnell anschreibe oder sehe, wer für den Datensatz verantwortlich ist oder wer mir hier schnell weiterhelfen kann. Das sind wichtige Sachen, damit ich hier auch keine Zeit verliere und ressourcenschonend arbeiten kann. Das Schlimmste ist, wenn Sie irgendeinen Datensatz suchen in einer großen Firma und müssen erst ein Team dafür zusammenstellen, der erstmal analysiert, durch die einzelnen Abteilungen geht, welche denn der richtige Datensatz. Das ist eine absolute Ressourcenverschwendung, sehe ich aber in der Praxis leider immer noch sehr, sehr häufig. Wenn ich so einen Datenkatalog eingeführt habe, was bringt mir das Ganze? Das ist auch ein Invest, den ich hier tätige. Wir haben eine zentrale oder eine verbesserte Datenverfügbarkeit. Ich sehe endlich, was ich habe, wo ich die Daten habe, wie die gepflegt sind. Ich habe eine erhöhte Datenqualität. Ich sehe, wie aktuell sind die Daten, wie vollständig sind die Daten. Vielleicht arbeite ich auf einem Datensatz, der schon gar nicht mehr den Qualitätsanforderungen entspricht, wo es bessere gibt. Ich habe eine optimierte Ressourcennutzung. Ich habe immer angesprochen, mit dem Datenteam erstmal zusammenstellen, überhaupt die Daten zu suchen. Aber es geht auch darum, habe ich denn Daten, kann ich denn vielleicht auch mal Daten entfernen? Sehe ich, dass da schon seit Jahren keiner drauf zugegriffen hat und dass es da schon 5 weitere Datensets gibt, auf denen gearbeitet wird? Im Moment, wenn ich nicht den Überblick habe, traut sich auch keiner, diesen Datensatz eventuell zu löschen und um Speicher freizugeben. Das ist auch ein Punkt für optimierte Ressourcennutzung. Natürlich, das den Punkt Compliance und Governance, alles was Thema Datenschutz angeht. Und wenn ich das alles in den Griff bekommen habe, dann habe ich natürlich auch den Freiraum für Innovation oder für Förderung des Abteilung zusammenarbeiten. Hier, du hast den Datensatz schon, können wir den einfach mal haben, können wir da Zugriff drauf haben, wir können euch das dazu packen.
dann habe ich genau diese Innovationskraft und auch ein bisschen Luft dafür, was ich im Moment gar nicht oder ja, was man im Moment gar nicht hat. Und natürlich haben wir auch eine erhöhte Transparenz und Nachvollziehbarkeit der ganzen. Lassen wir uns einmal praktisch reinstarten. Viel Theorie. Wenn wir irgendwo was suchen, dann fühlen wir uns eigentlich so. Die Blätter, die stehen für unsere ganzen CSV-Dateien, für unsere Word-Dokumentation. Wir sehen im Hintergrund verschiedene Dashboards. Wir haben vielleicht Log-Analysen. Eigentlich sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und suchen die Nadel im Heuhaufen. Da ist der Punkt Datenverfügbarkeit. Kann ich mit so einem Datenkatalog oder was ist da der Vorteil? Ich kann mit dem Data Catalog, den ich Ihnen gleich vorstelle, vom Dashboard bis zur Datenquelle, so ein Data Lineage nachvollziehen, auch wenn die Daten aus mehreren Töpfen kommen. Ich habe eine Dokumentation der Daten. Die Dokumentation der Daten kann direkt im Datenkatalog erfolgen oder ich habe einen Link auf eine externe Dokumentation der Daten. Natürlich verschiedenste Filtermöglichkeiten nach Datenquelle, nach Abteilung, nach Taggings, alles Mögliche. Ich habe auch eine Klassifizierung von Daten. Das heißt, enthält zum Datensatz sensible Daten oder auch nicht. Ich sehe den Data Owner. Ich sehe aber auch den Top-User. Ich habe natürlich den, der den Datensatz verwaltet. Das ist der Data Owner, der ist der Ansprechpartner. Aber ich habe vielleicht auch einen, der damit die ganze Zeit arbeitet. Das ist der Top-User. Das ist eigentlich der, der mir die wahren Infos geben kann oder der da wirklich richtig tiefe Insights hat. Und ich brauche natürlich auch eine Transparenz der Datenaktualität. Das ist alles so der Punkt, den ich bei so einer Datenverfügbarkeit, bei so einer Datensuche haben möchte. Ich zeige das, was ich in Screenshots zeige, zeige ich noch am Anschluss dann nochmal live als kurze Demo. Wir haben jetzt hier den Datenkatalog. Was sehen wir hier oben? Wir haben eine Suchleiste, kennen wir alle von Amazon. Ich habe verschiedene Filter. Ich kann nach Plattform, nach Domain, nach Datentypen alles filtern. Jetzt noch nichts Besonderes, sollten alle Datenkataloge können. Ich sehe an der Seite, wo sind denn die Daten, wohin gehen die denn? Also vom Dataset, das heißt, ich kann Kafka-Daten auslesen. Ich habe die Daten aus der Oracle, aus der Postgres, Snowflake, Cloud-Datenbanken sind mit dabei. Ich kann aber auch sagen, ja, zeig mir mal die Daten in so einem Dashboard, wo kommen die überall vor? Ganz klassisches Beispiel, ich will Kundendaten haben. Kundendaten werden hundertfach bei ihm im Unternehmen auftauchen, in verschiedensten Formen, in verschiedensten Datenquellen. Und da ist jetzt die Frage, welchen brauche ich oder wer kann mir hier weiterhelfen? Und da haben wir genau unseren Customers-Datensatz. Der ist jetzt hier, sehe ich hier ein, der gehört mir und dem Data Engineering Team. Das wird jetzt so ein bisschen, da kann ich schon drauf schließen, das wird so ein bisschen in die Data Warehouse-Richtung gehen. Wir haben noch spezielle ja, Datasets, die nur einen Top-User haben. Das wird was Spezielles für den Tim zum Beispiel sein. Aber ich habe hier ein ganz großes Dataset, wo Top-User gepflegt ist, wo die Owner gepflegt sind, wo ich das Compliance-Team mit dabei habe, wo es eine verifizierte Datenquelle ist, High Confidential. Ich sehe, wie viele Rows, wie viele Columns da sind, wann das abgedatet wurde. Hier habe ich erstmal den vollen Überblick über die ganzen Sachen. Und das ist schon mal der erste Mehrwert. Hier muss ich jetzt kein Team zusammenstellen, was durch die ganzen Abteilungen durchgeht, sondern hier habe ich das alles in einem Blick. Die Daten werden regelmäßig durchgescannt, kommt immer auf den Kunden und auf die Datengröße drauf an. Da wägen jetzt erstmal aus, die werden einmal in der Nacht geladen. Das heißt, ich sehe dann immer, wie alt ist mein Dataset? Ist auch mein ETL-Job eventuell gelaufen oder ist der nicht gelaufen? Das sehe ich hier an solchen Datensatzschichten. Das heißt, wenn ich die Daten erstmal gesucht habe, ist ganz cool, habe ich schon mal so einen ersten, ja, das könnte mein richtiger Datensatz sein. Jetzt will ich aber gucken, wo kommt der denn her? Wie vertrauenswürdig sind denn diese ganzen Daten? Da geht es um den Punkt Datentransparenz. Ich habe Data Lineage. Habe ich schon öfters erwähnt, von der Quelle bis zum Ziel. Ich habe aber auch eine Impact-Analyse, gerade so für die ITler. Was passiert denn, wenn ich jetzt mal eine Datenbanktabelle lösche? Das kann mir von Haus aus gar keiner sagen, weil ich gar nicht weiß, wer auf diese Datentabelle eigentlich zugreift. Da hat so ein Datenkatalog, hat da genau die Übersicht und kann so eine Impact-Analyse, da kann da ja, deutlich Zeit sparen und kann da was, ja, kann da deutlich ressourcenschonend dort beitragen. Ich habe auch eine Query-Analyse. Ich kann gucken, wer greift denn wie oft auf meine Datenbank zu oder was fragt er sich denn überhaupt in dieser SQL-Abfrage? Was will er denn überhaupt sehen? Was interessiert ihn denn an so einem Dataset? Das kann ich auch mit in dem Data Catalog flaggen. Ganz klassisch meine Tabellenstatistiken. Wie sehen die Werte aus? Ich habe den Absprungpunkt vom Dataset auf die Dokumentation. Und jetzt kommt ein ganz, ganz spannender Punkt. Ich habe die Historisierung der Datenänderung mit bei dem Data Hub Data Catalog. Das heißt, ich sehe, wie war denn mein Datenset
vor 3 Wochen. Wie sieht es heute aus? Oh, da ist eine Spalte hinzugekommen. Oder da ist, er wurde irgendwas umbenannt. Sehe hier die Historie dieser einzelnen Daten, wie es in der Vergangenheit war. Wie sieht das Ganze aus im Data Catalog? Ich habe eine grafische Ansicht von meinem Data Lineage. Das heißt, ich sehe genau von meinem Datensatz, der Kundendatensatz, geht das dann weiter in eine andere Postgres-Tabelle. Hier wird irgendwas noch zusammengejoint. Hier habe ich vielleicht eine Kennzahlberechnung. Wie auch immer, was dann da passiert, das kann man hier alles dann noch im Detail sich anschauen. Ich sehe aber auch, dass das Ganze im Dashboard weiterverwendet wird. In einem Chart, was dann auf ein Dashboard geht. Das heißt, wenn ich jetzt in der IT sitze und kriege irgendeine Anfrage, dass irgendeine Kennzahl nicht stimmt, dann gucke ich erstmal, wo ist das gemeldet, wie wird das errechnet, bin hier auch deutlich schneller in der Analyse und in der Fehlersuche. Oder, anderes Thema, habe ich eine Impact-Analyse? Was passiert denn, wenn ich jetzt einfach meinen Customer-Datensatz einfach mal lösche? Wo hat denn das überall Auswirkungen, das Ganze? Das sind alles Punkte, die ich mit so einem Datenkatalog mir anzeigen lasse. Gehen wir ganz kurz nochmal auf das Thema Historie raus. Hier haben wir unsere Customer-Tabelle. Hier habe ich die verschiedenen Versionen. Das heißt, ich habe vor 3 Wochen Version 0 gehabt, da habe ich das zum ersten Mal eingelesen. Dann hat sich, 2 Wochen später, hat sich was getan. Also er wird immer nur prüfen, ob sich was geändert hat und legt dann eine neue Version an. Und da kann ich dann genau zwischen diesen Versionen hin und her springen und kann gucken, was ist denn passiert in der Zwischenzeit. Ich habe nicht nur den aktuellen Tagesstand, sondern auch von vor 2 Wochen, von vor 3 Wochen. Das ist manchmal ganz, ganz wichtig, wenn sich irgendwelche Datasets ändern oder irgendwelche Auswertungen ändern. Was ist denn da überhaupt passiert? Und ich sehe meine Queries. Das heißt, wir wollen immer nur einfach, ja, hat sich mal einer nur die ersten 10 Kunden einfach nur blanko anzeigen lassen. Ich habe aber auch ganz viele Adressanfragen hier zum Beispiel, auch nach City-Anfragen. Und hier sehe ich dann, wie wird denn mein Dataset genutzt? Ganz, ganz spannende Insights, die man daraus gewinnen kann. Plus, wie oft, da komme ich dann später noch dazu, wie oft wird denn so eine Datenbanktabelle abgefragt? Muss ich dem vielleicht mehr Speicher geben, der Datenquelle? Oder muss ich irgendwo was weniger machen oder kann ich irgendwo was wegpacken? Das sind alles Fragestellungen, die man dann durch solche, ja, sichtbar machen der Metadaten, solche Erkenntnisse, die man daraus gewinnt. Das heißt, ich habe meinen Datensatz gefunden. Ich weiß, wie der Datensatz sich zusammensetzt. Das ist ganz spannend jetzt an dem Punkt. Jetzt muss ich aber noch einen dritten Punkt beachten, und zwar die Datenqualität. Was gehört zur Datenqualität? Ich möchte eine automatische Datenqualitätsprüfung haben. Nur weil die Daten gestern richtig waren, heißt das ja nicht, dass die heute richtig sind. Ich wünsche es jedem, aber es ist in der Praxis nicht so. Dann ist natürlich, wenn ich merke, dass der Datensatz nicht aktuell ist oder fehlerhaft ist, dann will ich natürlich auch sofort über den Datenkatalog eine Meldung abgeben. Das kann ich entweder auf der Statusseite für alle User machen, zum Beispiel das Data Warehouse wurde über Nacht nicht befüllt, warum auch immer. Kann eine normale Wartung sein, kann irgendwas ausgefallen sein. Oder ich möchte das in einzelnen Datasets machen und jeder soll dann auch sehen, der das Dataset oder der darauf zugreift, dass hier irgendwas nicht stimmt, dass das Dataset nicht aktuell ist, dass wir gar keine falschen Zahlen in Umlauf bringen. Das Ganze mache ich dann mit Erstellung von Datenverträgen inklusive Prüfung. Das heißt, ich mache mit meinem Data Owner einen Datenvertrag. Wo dann drin steht, es muss immer der Vorname befüllt werden, es muss immer der Nachname befüllt werden, das Datumsformat muss genau diesem Format entsprechen und die Daten müssen immer tagesaktuell sein. Das kann ich als einen Datenvertrag fest in den Datenkatalog einprogrammieren. Der prüft das dann immer nächtlich ab, ob die Kriterien noch erfüllt sind und wird dann die jeweiligen Parteien verständigen, wenn das nicht so ist. Da war eine Historisierung der Datenqualitätsprüfung auch ein ganz interessanter Aspekt. Wie oft ist denn ein Datensatz fehlerhaft? Ist der nur einmal fehlerhaft gewesen? Hey, kann mal passieren. Aber wenn ich auf einem Datensatz arbeite, wo ich genau sehe, der ist alle 3 bis 4 Tage, ist da irgendwas mit diesem Datensatz, dann muss ich entweder an der Datenqualität arbeiten oder muss mir einen anderen Datensatz suchen, der verlässlicher ist. Meldung von Inzidenz, das habe ich eben gerade erwähnt, das müssen wir direkt auf dem Datenkatalog direkt für alle sichtbar machen können. Und wir müssen natürlich auch eine Qualitätssicherung der Kuration machen. Das heißt, der Datenkatalog prüft selbst, gibt es denn für jeden Datensatz zum Beispiel einen Verantwortlichen? Oder sind denn überall die Sensibilitätsprüfungen über die Datasets gelaufen? Will ich ja auch nicht manuell jeden Tag kontrollieren, sondern das muss automatisiert ablaufen. Was haben wir jetzt?
Wir gehen ganz kurz in unseren Customer Dataset wieder rein. Wir haben jetzt hier unter dem Punkt Validierung haben wir unsere automatischen Tests. Das heißt, hier haben wir jetzt Tests, die Sie vorgeben können, die automatisiert dann durchlaufen. Was haben wir hier? Wir haben natürlich zu jedem Datensatz brauchen wir eine Customer ID. Sonst bringt uns das Ganze nichts. Wir brauchen immer einen Vornamen, einen Nachnamen, ein Geburtsdatum. Das wird täglich kontrolliert. Datensatz ist immer noch aktuell. Passt. Und hier sehe ich dann aber auch die Historie, die ich eben angesprochen habe. In welchen Abläufen wird das dann immer geprüft? Das kann ich einstellen. In dem Fall war es jetzt unregelmäßig, aber in der Produktion würde ich das jeden Tag laufen lassen. Und ich kann dann hier auch zurückgehen. Wie war es denn die letzte Woche? Wie war es im letzten Monat? Wie war es im letzten Quartal? Das bringt mir eine enorme Sicherheit in dem Umgang mit dem Datensatz. Wen kann ich denn natürlich dann auch, ich sehe dann den Owner, das Compliance-Team, die Techs und so weiter. Das gibt mir eine enorme Sicherheit im Arbeiten mit den Daten. Ich habe aber auch den anderen Fall, ich habe eventuell schlägt mal so ein Test fehl. Das Dataset hat jetzt keine Domain, das Dataset hat keinen Owner und es ist auch nicht richtig gedeckt von der Klassifizierung. Das heißt, hier würde ich dann direkt dann auch sehen, hier wird dann ein Button hier aufschlagen mit dem roten X, dass der Datensatz aktuell mit dem stimmt irgendwas nicht. Das sind alles automatisierte Tests, die ablaufen. Ich kann aber auch, habe ich eben gerade schon erwähnt, ein Incident direkt aufmachen. Unter dem Punkt Incidents kann ich hier direkt sagen, raise an Incident, und dann kann ich hier sagen, die Daten sind zu alt, Transformationsjob ist gefailed. Und das wird dann aber auch protokolliert. Das ist genau diese Historie, die ich dann anzeigen lassen kann, ob der Datensatz, wann der mal fehlerhaft war oder nicht. Das Ganze kann dann direkt dann resolved werden und es ist dann immer für alle direkt sichtbar. Genau. Das muss natürlich auch gelebt werden. Wenn keiner reinschaut oder wenn keiner diese Tests regelmäßig macht oder wenn es keinen interessiert, dann bringt mir das Ganze nicht. Haben viele Kunden, die haben sowas eingeführt, aber kämpfen gerade mit dem am Leben halten oder das richtig in so eine Unternehmenskultur einzubringen. Wir haben ja einen weiteren Punkt und zwar die Datenkontrakte, also die Datenverträge. Hier können wir das genau festlegen. Das kann man mit dem Daten-Owner, mit dem Data-Owner, mit der IT zusammen, wie auch immer, legt man jetzt so einen Vertrag fest nach bestimmten Kriterien, die sie hier festlegen, die dann auch immer über das Data Quality Tool, also über das Testen dann geprüft wird. Und wenn so ein Data Contract verletzt wird, werden beide Parteien dann benachrichtigt. Das hat nochmal ein bisschen mehr Wert als diese Tests. Ob die Tests fehlschlagen oder nicht, das manche interessiert das, manche nicht, wird nicht gepflegt. Hier hat man wirklich was, wo man wirklich auch drauf beharren kann, auch wenn man abteilungsübergreifend arbeitet, wo man das Ganze dann auch sauber dokumentiert oder als sogenannten Data Contract festlegt. Das Ganze ist dann hier als Punkt Data Contract gelistet. Da sehen wir dann genau diese Data Quality Regeln und den jeweiligen Status, ob der Vertrag erfüllt wurde oder auch nicht. Kommen wir zum Punkt Governance und Compliance. Wir haben die Daten gefunden. Wir wissen, wie die sich errechnen. Wir wissen, wie aktuell die sind. Wir wissen auch die Datenqualität, dass wir auf einem sauberen Dataset arbeiten. Gucken wir uns mal rein. Jetzt haben wir lauter regulatorische Anforderungen, die uns zusätzlich noch, die wir erfüllen müssen. Das heißt, wir brauchen rollenbasierte Zugriffskontrollen. Ich kann natürlich nicht jeden auf jeden Datensatz auflassen. Die transparente Datenflussdokumentation, die habe ich erfüllt durch mein Data Lineage. Von der Quelle bis zum Ziel. Ich habe eine Echtzeitbenachrichtigung und Alarme, wenn irgendwas nicht aktuell ist oder wenn irgendein Datenkontrakt oder ein Test fehlgeschlagen ist, wird derjenige direkt benachrichtigt und ich sehe es oben direkt im Feld. Ich habe natürlich auch ein Compliance-Monitoring. Ich sehe, welche Datensätze sensible Daten enthalten, wo die überall liegen. Das ist ganz, ganz klar sichtbar. Ich habe die Datenklassifizierung und Kategorisierung. Wie sieht es jetzt sowas aus? Das habe ich eben schon in der Suche gezeigt. Das heißt, ich habe meine Owner, das Compliance-Team, ich habe die Top-User, ich habe die Daten geflaggt oder getaggt. Und ich sehe hier, was für Daten drin sind. Das ist ein automatischer Prozess. Der wird im Hintergrund dann angetriggert. Wir können mit Data Hub als Datenkatalog alle Quellsysteme soweit anbinden. Das ist ein Open-Source-Tool. Selbst wenn Sie jetzt was Außergewöhnlicheres haben, können wir Ihnen Datenkonnektoren reinprogrammieren oder wir kommen auf jede JDBC-Datenbank. Wir können alles über REST API abfragen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auch wenn wir jetzt gerade so ein Data Lineage mit verschiedenen ETL-Tools, die dann noch zusätzliche Informationen mitliefern müssen zu dem Datensatz. Da können wir Sie gerne unterstützen.
Gehen wir zu dem Punkt Access Management. Ganz spannend. Ich kann mir zu dem Datenset, kann ich mir jetzt einen Zugriff anfragen, entweder einen Lesenden oder einen Schreibenden. Entweder kann man das hier in den Datenkatalog reinprogrammieren, je nachdem, was ich für Tools im Hintergrund haben, oder mir verlinken auf vorhandene Tools, die schon so einen Freigabemanagementprozess im Hintergrund haben. Schick mir einfach nur noch eine API-Anfrage daraus und dann können wir das auch automatisieren. Das heißt, wir haben jetzt keine manuellen Anfragen mehr, Ticket an die IT, bitte hier freigeben mit Rückfragen, was soll genau freigegeben werden. Hier können wir das voll automatisiert umsetzen. Dann kommen wir zu dem Punkt Zusammenarbeit. Wir haben Daten finden, wir haben die Daten kuratieren, vielleicht haben wir Rückfragen, wir können auf die Doku zurückgreifen natürlich, aber es muss natürlich auch Interaktion zwischen Menschen stattfinden. Das kann man ganz klassischerweise über E-Mail machen. Aber so eine E-Mail kann auch mal ja, durch irgendeine Rule rausgefiltert werden, am Papierkorb landen oder auch einfach mal ignoriert werden. Oder es dauert einfach. Kann man machen, klar. Aber wir haben hier eine direkte Integration in Teams. Das heißt, wenn ich eine Frage habe, kann ich direkt im Teams Button drücken oder Contact. Dann kommt hier so eine Teams-Meldung oder eine Slack-Nachricht oder wenn Sie einen anderen Messenger haben, können wir den auch integrieren. Kommt dann direkt eine Meldung. Da haben wir einen eigenen Teams-Channel, den man aufbauen kann. Da gibt es die verschiedensten Methoden. Das ist natürlich ganz spannend für den Data Owner, der für die Daten verantwortlich ist. Und jetzt kommt irgendjemand und ändert den Datensatz, beziehungsweise ändert die Metadaten oder so ein Tagging. Das möchte ich natürlich als Verantwortlicher, möchte ich das direkt natürlich sehen. Da wurde dann hier direkt eine Nachricht publiziert auf den jeweiligen Teams-Channel und das kann ich mir dann direkt anschauen. Das Ganze geht aber auch, wenn ich Rückfragen habe. Das heißt, ich habe hier über den Teams-Chat habe ich hier eine direkte Möglichkeit, ohne lange Wartezeiten hoffentlich, ja, mit den Leuten zu interagieren. Kommen wir noch zum Punkt optimierte Ressourcennutzung. Jetzt haben wir nämlich unsere Sicht auf unsere Daten. Ich sehe, wer wie häufig auf die Daten zugreift, zeige ich gleich nochmal. Damit kann ich natürlich mit den Daten kann ich arbeiten. Ich sehe, wie aktuell die Daten sind. Alte Datensätze könnte ich jetzt theoretisch entfernen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Ich habe eine Analyse, wo die alle vorkommen, ob ich die rausschmeißen kann oder nicht. Und ja, da kann ich mir natürlich auch Speicher freiräumen. Ich habe eine Nachvollziehbarkeit von Änderungen. Ich sehe die Historie. Habe ich eben gezeigt, von diesem Dataset, wie ist das gewachsen oder wie hat sich das verhalten? Vielleicht ist es auch kleiner geworden. Scheren von Informationen. Ich kann das natürlich über Teams machen, ich kann es über Slack machen, ich kann es ganz klassisch über eine E-Mail-Benachrichtigung machen. Ich habe eine Vermeidung von Redundanz durch diese ganzen Datenzugriffsmuster, durch wie alt sind die Daten, also eigentlich durch die komplette Transparenz, die wir jetzt durch so einen Data Catalog geschaffen haben. Effiziente Zugriffsmuster, das habe ich auch schon gezeigt ganz am Anfang. Ich sehe, welche Queries wie oft ausgeführt wurden oder was sind denn die häufigsten Queries. Das kann bestimmte Datenbanken liefern mir das out of the box direkt mit. Da kann ich dir natürlich mehr Speicher geben, wenn wir jetzt gerade in so einem Data Warehouse oder in so einer Cloud Data Warehouse Umfeld wie Snowflake bewegen. Da packe ich einfach eine kräftigere Maschine drunter für die Anfragen, die einfach dann häufiger durchgeführt werden. Wenn ich große Anfragen habe, das kann ich jetzt alles sichtbar machen. Natürlich konnte ich das vorher auch schon über einen Datenbankadministrator, der dann verschiedenste Analysen fährt. Aber ob der da Zeit und Lust drauf hat, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Das habe ich dann hier als, ja, als Fachbereich, wo ich dann auch Einblick endlich in solche Dinge bekomme. Ganz klassisch, ich muss es erwähnen, neben unserem Slack und neben unserer Teams-Kommunikation, ich kann auch an jedem Punkt aus vom Datenkatalog, habe ich hier den Punkt Share und kann per E-Mail genau meine Ansicht dann Kollegen schicken, dass sie genau sehen, was habe ich denn überhaupt gemeint, wo habe ich denn eine Rückfrage oder wie auch immer. Geht direkt hier out of the box. Und ja, Transparenz, das habe ich jetzt schon zum dritten Mal gezeigt, aber es ist so ein wichtiges Feature, die Historie, wie so ein Datenset wächst oder sich verhält, wie gesagt. Das habe ich hier alles mit drin, komplett historisiert. Wow, viel Content, viel gezeigt, viel gemacht. Wenn man sowas umgesetzt hat, wie gesagt, man sollte im Kleinen starten, das sukzessive größer wachsen lassen, dann habe ich den Platz für Innovation. Denn jetzt habe ich die zentrale Datenverfügbarkeit, jetzt kann ich mit den Daten experimentieren, weil ich weiß, wo sie sind, wie aktuell sie sind, was für eine Qualität sie haben und ich kann mir direkt Zugriff geben lassen. Das ist die Förderung von Datenkollaboration. Ich habe da die Transparenz und endlich das Vertrauen in die Daten. Ich kann mir das Ganze Self-Service machen.
habe es eben gerade erwähnt, die Daten, die waren ja schon ewig, die sind ja schon immer vorhanden, nur die liegen dann beim Datenbankadministrator, der in der IT völlig überlastet ist und wo ich überhaupt kein Ticket aufmachen muss. Das kann ich mir jetzt im Self-Service eher anzeigen lassen. Und dadurch habe ich dann auch eine beschleunigte Markteinführung neuer Produkte eventuell, neuer Datenprodukte, die ich nach draußen geben kann, mit denen ich Geld verdienen kann. Sehe ich schon, der Joachim wird eingeblendet, ich habe nicht mehr viel Zeit. Wie machen wir das Ganze? Sie haben eben schon sehr viele Screenshots gesehen. Wir haben hier Data Hub. Das ist ein Open Source Datenkatalog, mit dem ich sehr schnell, sehr klein starten kann. Ich habe es ganz am Anfang erwähnt. Die ganze Thematik, die ich jetzt hier in der letzten halben Stunde aufgezeigt habe, das kann ich nicht alles allumfassend direkt schon vordenken, mit allen Stakeholdern besprechen. Hier ist das beste Vorgehen, klein starten, entweder mit einer Datenquelle oder mit einer Abteilung oder mit einem bestimmten Stakeholder. Dieses Tool zu installieren, wir können das, oder es gibt fertige Docker-Container, wir können das im Kubernetes mit einer ganz schnellen Architektur ganz schnell installieren. Wir haben erstmal keine Lizenz, oder wir haben keine Lizenzkosten. Und das sind alles Hürden, die mir von Anfang an genommen wurden, wo ich dann wirklich das so ein Tool in so ein Unternehmen reinpushen kann und dann darauf wachsen kann. Wir haben eine große Community, Open Source, wir haben 10.000 Mitglieder, 3.000 Organisationen in Slack. Wir haben 150 Kontributoren, das im Open Source ist nicht so, da funktioniert das immer anhand der Community-Größe, 9.700 Sterne auf GitHub. Und die ursprünglichen Gründer sind LinkedIn dahinter. Also der Data Catalog wurde von LinkedIn-Entwicklern entwickelt und wurde dann Open Source zur Verfügung gestellt. Ich will noch ganz kurz auf das Deployment zu sprechen kommen. Wenn Sie sich das Tool anschauen, können Sie ganz schnell starten mit vorgefertigten Docker-Containern. Oder das Deployment können wir in einer Microservice-Architektur im Docker direkt schnell hochfahren und skaliert dann dementsprechend auch relativ leicht und schnell durch die unterliegende Architektur. Was macht jetzt die IT Novum? Wir sind übrigens ja, mittelständische IT-Beratung. Wir sitzen im Herzen von Deutschland, mitten in Fulda. Nach Hamburg ist es genauso weit wie nach München, sage ich immer. Wir helfen Ihnen natürlich beim Betrieb, im kundeneigenen Rechenzentrum oder bei Ihnen direkt in der Cloud, bei Ihnen on-prem. Wir begleiten natürlich auch bei der Umsetzung des Projektes. Technische Seite ist die eine Variante, aber wie gehen wir denn jetzt wirklich vor? Wie holen wir die Stakeholder an Bord? Wie machen wir das? Was sind die Best-Practice-Ansätze? Da helfen wir Ihnen natürlich. Wir sind Schulungspartner der jeweiligen Technologien, die wir einsetzen. Das heißt, wir können Sie vor Ort schulen. Sie können zu uns ins Trainingszentrum kommen. Wir entwickeln Ihnen das Tool weiter. Es ist ja, wie gesagt, ein Open-Source-Tool. Wir können jederzeit auf den Quellcode zugreifen. Wir können Ihnen da Ihre individuellen ja, Besonderheiten reinprogrammieren, so wie Sie das haben möchten. Und wir helfen natürlich auch bei der Integration der Datenlandschaften, also sprich, welche Datenquellen Sie alle im Unternehmen haben, helfen wir Ihnen bei der Anbindung und beim Vorgang. Ja, wie gesagt, das alles unter einer Open-Source-Lizenz. Keine Lizenzkosten, klein starten und ja, damit wäre ich am Ende. Super. Wenn Sie Fragen haben, dann genau jetzt stellen oder schnell einen Screenshot machen und mir dann später per eine E-Mail schreiben, mich anrufen oder auf LinkedIn kontaktieren. Ja, ganz herzlichen Dank, Philipp. Ganz Vielen Dank. super, also ausgesprochen hilfreich. Toll, also ich will auch gar nicht viel Zeit verlieren. Wir haben die ersten Fragen auch schon im Chat und ich gehe mal rein. Erste Frage von Josef Schermer: Welche Voraussetzungen müssen die Datenquellen haben, damit eine Befüllung in Data Hub gelingt? Ja, also wir müssen uns mindestens mit einem lesenden User direkt an die Datenquellen dran binden. Wenn wir jetzt an klassische relationale Datenbanken denken, ist es zum Beispiel eine Oracle-Datenbank. Ich brauche einen User, der berechtigt ist auf die Daten und da mit diesem User kann ich mir die Metadaten direkt auslesen. Wir können Daten direkt aus einem Kafka lesen, also nicht relationale Daten, die dann auch verschachtelt in irgendwelchen JSON-Objekten sind. Das ist ganz spannend. Das können nämlich nicht ganz so viele durch unsere ja, moderne Architektur, wo auch Kafka im Untergrund ist. Können wir verschachtelte JSONs in so einem Datenkatalog darstellen. Wir können REST-API-Schnittstellen abfragen. Also da sind wir komplett offen und unterstützen eigentlich jegliche Art von ja, Befüllung von den Metadaten. Super. Nächste Frage geht jetzt auch nochmal in Richtung End-User. Ein sehr spannendes Thema. Gibt es die Möglichkeit bei Data Hub oder irgendeinem anderen Werkzeug, was da andockt, Data-Quality-Themen direkt auch zu visualisieren, also in ein Visualisierungstool dann auch reinzubringen? Letztlich auch, um dann halt End-User dann eine Oberfläche zu geben, so verstehe ich die Frage, wo sie sich jetzt nicht in ein kompliziertes Tool einarbeiten müssen, sondern die End-User direkt abzuholen. Ja, also es gibt verschiedene Tools, die man
dran andocken kann. Im Standard ist Great Expectations dabei. Das ist jetzt die Oberfläche dann wirklich im Data Catalog dargestellt. Im Untergrund muss man diese Tests dann rein programmieren. Also da ist es schon so eine Art YAML-File, die man im Hintergrund hat. Man kann aber auch andere externe Qualitätstools andocken. Also wenn Sie schon so ein Datenqualitätstool haben, dann können wir das in Data Hub integrieren und können dann darauf aufbauen. Und die haben dann ein Frontend eventuell oder damit können Sie dann schon arbeiten oder sind es gewohnt, damit zu arbeiten. Also da durch die Architektur, durch die offene können wir auch andere Datenqualitätstools integrieren. Okay, es wird nochmal eine Konkretisierung der Frage gemacht. Ich meinte eher Tableau oder Power BI. Da können wir natürlich uns auch andocken. Wir können die Metadaten von Tableau oder Power BI auslesen und können dann gucken, wie die Daten fließen und wo sie herkommen. Natürlich können wir so Datenqualitätschecks auch nach draußen geben, dass die dann da drin visualisiert werden. Das geht in beide Richtungen. Also ich habe die Frage in der Tat auch so verstanden, dass man so eine Art Data Quality Dashboard hat, wo man dann halt in der üblichen Visualisierung in einem Power BI dann auch sieht, wie viel Prozent der Daten wurden rejected oder wie Korrekt. viele Inzidenz gab es und so weiter. Genau, also das, was ich eben gerade, was Sie auf der Oberfläche sehen, ist ja im Hintergrund, steckt das alles in Kafka drin, auch die Historisierung von diesen Tests und von diesen Datenqualität. Die kann ich extra anzapfen mit Tableau, Power BI, wie Sie es nennen wollen. Und dann können wir abseits vom Datenkatalog auf diese Daten zugreifen und können uns genau so ein Monitoring dann aufbauen, wie die Qualität der Daten ist. Das funktioniert. Okay, ja, vielen Dank auch für das Feedback nochmal im Chat. Ein Aspekt, den ich gerne noch einbringen will, weil ich das in meinem letzten Projekt gemacht habe, ist das Stichwort Gamification. Ich war da auch erst ein bisschen skeptisch, habe aber dann am Ende gesehen, dass das hervorragend funktioniert hat, nämlich gerade bei End-Usern, die dann halt auch über eine Dashboard-Logik dann halt sehen, welche Datenqualitätsthemen es noch gibt. Und da hat sich ein richtiger Ehrgeiz entwickelt, dann am Ende dann den Smiley zu bekommen. Und ich habe mir dann Spaß draus gemacht, dann noch was einzuprogrammieren, wenn dann halt die null Fehler erreicht wurden. Dann kam dann halt, du kriegst jetzt ein Spaghetti-Eis. Was hältst du von sowas? Ah, das ist wunderbar. Es hängt halt stark von der Unternehmenskultur ab. Das ist natürlich dieser ganze Gamification-Faktor, der macht natürlich Spaß. Wenn man das hinkriegt das ist ja kein technisches Thema. Bei so einer Einführung von so einem Datenkatalog, dass sich zwei Abteilungen gegenseitig so hochbetteln und wo man genau dann hat, ich habe die besseren Qualitäten und ich habe weniger Fehler. Wenn man in so einen Modus dann reinkommt, dann hat man natürlich bei so einer Einführung von so einem Datenkatalog gewonnen. Dann macht es auch allen Spaß und dann hat man natürlich einen ganzen Drive, wo das dann auch auf andere Abteilungen dann überschwappt und wo das Ganze dann ein Selbstläufer wird. Also wenn man da reinkommt, wunderbar, dann hat man alles richtig gemacht. Sehr schön. Jetzt gibt es nochmal einen Punkt, das erinnert an ein, achso, okay, das Fishbowl-Dashboard in Power BI. Richtig, wer kennt es nicht, wo man dann halt im so ein Aquarium sieht und die Größe und die Farbe der Fische sind dann die KPIs. Das kann man in der Tat auch machen. Also, das einzige Problem, was ich bei der Gamification hatte, war eine Kollegin, die gesagt hat, ich esse überhaupt kein Spaghetti-Eis. Und dann haben wir das dann in einen Döner getauscht. Ah, okay, ja, da muss man auf die Incentive dann achten, genau. Da muss man da ein bisschen gucken, Okay, wie. nein, also Perfekt. ganz herzlichen Dank. Das wird auch hier im Chat nochmal bestätigt. Ganz toller Vortrag, super Überblick und von mir ein Thumbs up. Und genau, deine Kontaktdaten stehen hier. Du bist natürlich jederzeit ansprechbar im Follow-up. Und dann danke ich an der Stelle und lade dann alle Teilnehmer ein in den nächsten Vortrag. Also wir haben jetzt auch gleich 10:50 Uhr SAP als First Class Citizen in einer Cloud Data Plattform. Das ist der Vortrag, den ich auch begleiten werde. Von daher vielleicht sehen wir uns auch gleich in dem Vortrag. Ansonsten nochmal ganz herzlichen Dank an den Philipp und ja, vielen Dank an die Teilnehmer und ja, weiter geht's. Bis dann. Tschüss. Tschüss, viel Spaß noch. Ciao.